Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehenden Cheeseburger-Tacos. Ihr wisst, was das bedeutet? Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen das heutige Rezeptvideo mit einer schnellen Burgersoße. Dafür würfeln wir eine Zwiebel und 4 bis 5 Gewürzgurken. Das heutige Rezept heißt zwar Cheeseburger-Tacos, aber eigentlich benötigt man nur Sachen, die man grundsätzlich braucht, wenn man Burger macht. Nachdem wir dann mit den Schnibbelarbeiten soweit fertig sind, nehmen wir einen Esslöffel Senf, etwas Rotweinessig, Salz, Pfeffer, etwas Currysoße, etwas Dolly Sauce oder Mayonnaise und Barbecue-Soße. Dann Zwiebeln und gut 2/3 von unseren gewürfelten Gurken. Den Rest kann man als Topping mit auf die Burger machen, wenn man das möchte. Einmal gut verrühren und 20 Minuten im Kühlschrank durchziehen lassen. Wir beginnen mit dem Hackfleisch. In dem Fall habe ich jetzt hier eine gusseiserne Pfanne. Da gebe ich die 2/2 Hälfte meiner Zwiebel rein, etwas Olivenöl dazu und lasse das Ganze dann langsam erhitzen. Wenn die Zwiebeln anfangen glasig zu werden, gebe ich Hackfleisch hinzu. In dem Fall haben wir jetzt hier 1 Kilogramm Rinderhack. Aber die genauen Mengen gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort schreibe ich euch auch einmal die Menge für die Soße etc. mit auf, also einfach unten aufklappen. Und dann werdet ihr das sicher finden. Wenn wir dann die Pfanne einigermaßen auf Temperatur haben, wie gesagt, Hackfleisch hinzugeben und dann rundherum anbraten. Zwischendurch ordentlich würzen mit Salz und Pfeffer, was ihr so normalerweise bei euren Cheeseburgern auch machen würdet. Jetzt lassen wir das Ganze einfach anbraten. Ich habe das Ganze mal ein bisschen vorgedreht. In der Zwischenzeit habe ich auch den restlichen Teil von meinem Landmann Triton Gasgrill vorgeheizt. Ich habe indirekte Hitze, linker und rechter Brenner sind an. Das Deckelthermometer zeigt so 140 Grad. Wenn wir dann mit dem Hackfleisch soweit sind, kurz gegen Ende, bestreue ich dann das Ganze mit geriebenem Käse. Man kann es auch Scheibenkäse nehmen oder sowas. Wichtig ist an der Stelle nur, dass der Käse oben drauf kommt und jetzt quasi schmilzt. Das kann er dann am besten bei der indirekten Hitze machen. Und wir können danach dann mit dem Löffel einfach sehr schön immer so eine kleine Portion da rausnehmen für unsere Tacos. Und die Tacos bestehen aus Burgerbrötchen. Wie gesagt, habe ich ja eingangs erwähnt, man braucht hier keine zusätzlichen Zutaten, in dem Fall Tortillas oder so, sondern wir nehmen einfach ein Nudelholz oder hier eine Flasche Bier und walzen das Ganze einmal etwas platt. Deshalb eignen sich hierfür auch Brioche-Brötchen am besten. Nicht zu sehr platt walzen, nur so ein bisschen. Wer möchte, kann die Schnittflächen noch mit etwas Öl benetzen. Und das Ganze wiederhole ich dann mit 2 großen Paketen von den Brioche-Brötchen. In dem Fall sind das so 8 Brötchen. Jetzt habe ich glücklicherweise hier so einen Taco-Halter. Dieser Taco-Halter eignet sich hervorragend für diese Rezeptidee. Wer möchte, kann das Ganze aber sicherlich auch anders machen. Man kann zum Beispiel eine Muffinform umdrehen und die Brötchen dazwischen klappen. Oder aber man nimmt den Tellerhalter von IKEA, den viele ja schon als Rippchenhalter kennen. Jetzt wandert das Ganze bei indirekter Hitze oben auf unser Warmhalterost und wird dort ca. 10 bis 12 Minuten lang, gebacken oder erwärmt. Das hat dann zur Folge, dass die Brötchen etwas warm sind. Sie sind auch ein bisschen so, dass sie in Form bleiben und halt so einmal etwas aufgeknuspert. Und der Rest ist dann denkbar einfach. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas Eisbergsalat vorbereitet. Jetzt füllen wir unsere Cheeseburger-Tacos zuerst mit einem halben Esslöffel von unserer Burgersoße. Dann darüber etwas von unseren Streifen vom Eisbergsalat. Deshalb macht es auch Sinn, den in so dünne Streifen zu schneiden. Da kann man ihn besser dort reinfriemeln und portionieren. Und dann einen Löffel von unserer Käse-Hackfleisch-Mische. In dem Fall ist das hervorragend, wenn der Käse oben so ein bisschen als Kleber dient. Sieht sehr gut aus und ist wirklich extrem lecker. Das ist wirklich unglaublich einfach und mit so einem kleinen Hack macht man aus den Zutaten für einen Cheeseburger ein richtig, richtig witziges Fingerfood. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu der Idee sagt. Man kann das Ganze jetzt natürlich auch ein bisschen noch thematisch ausgestalten. Man könnte jetzt Big King Dinger machen oder Big Mac oder andere Burger von Burgerketten nachbauen
oder das einfach so ganz normal in der Basisvariante. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Teilen, liken, kommentieren ist immer gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr es noch nachholen könntet. Ihr verpasst so kein Video mehr und ich habe noch ein paar witzige Rezeptideen in petto, das verspreche ich. Besucht auch unbedingt meine Fanpages. 0815 Barbecue gibt es bei Facebook, bei Insta und mittlerweile auch bei TikTok. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.